Wo ist der Gute? Ja. Ihr Viertele. Ja, wo ist Christian? Ja, halt doch mal immer. Ja? Stell mal den Weiher ein bisschen in die Sonne. Warum? Ist jetzt kalt? Nein, weil die Sonne Wasser zieht. Na, will ich sehen, was noch übrig bleibt. Das kann man es wieder haben da. Wie hat der Altwelsch Kornstengel einmal gesagt? Ich kann das Wasser nicht einmal in den Stiefel leiten, viel weniger in der Gosch. Ach, der Herr. Es geht, der Herr. Es ist gestattet, dem edlen Kreis Platz zu nehmen? Hast du den geheiert? Jetzt meint das Rindviech, wir seien gebildet. Mit uns kommen wir auf eine Deutsch schwätzen, gell? Ja, tu ich ja eben. Ja, bitte. Der hockt einfach nach. Bitte? Nix. Das ist sicher auch so ein Stipendia-Studentle. Fräulein, ja? Bitte einen Tee. Oh je. Hast du das geheiert? Ja. Kein Geld zum Saufen, aber studiert muss sein. Also die Hungerleute laufen noch genug rum. Ja. Und solche Kerle wollen dann mal Vorstand werden von verschiedenen Sachen. Immer bringt dem armen Kerl ein Viertel. Sprechen die Herren von mir? Ja, die Herren erlauben sich, Ihnen einen Wein zu spendieren. So. Ja. Besten Dank. Ja, ich nicht, der da. Ja. Oh, welche Ehre. Ja. Besten Dank. Bitte, Die Lieben zu Hause werden davon zu rühmen wissen. Gestatten, dass ich mir vorstelle? Wanderbräuten. Stutt nat et viel. Was heißt denn das? Was? Hat es Stutt nat et viel? Das heißt, studiert natürlich et viel. Ja, die Herren verfügen über einen gesunden Humor. Gefällt mir, ja. Er wollte schon immer mal einen echten Gagen kennenlernen. Wilhelm, warum derweil euch? Ich kann nicht umlangen. Mein Arm ist so kurz. So, der Herr, ihr Viertele, wohlbekomm's. Danke. Okay. Meine Herren, gestatte mir, einen kräftigen Streifen zu ziehen. Komm, schwätze jetzt auch schwoll heraus. Ich lauf schon länger an der Universität vorbei, weder denn das du. Wo wohnst denn du? Ja, reden die Herren mit mir? Ja, mit wem denn sonst du machen? Ich wohne in der Grabenstraße. Komm, dem Streberviertel. Da schafft Bude auch nicht volle Leute. Entschuldigung, rauchen die Herren? Bloß Pfeif. Dann darf ich Sie vielleicht um Feuer bitten, ja? Erst, wenn ich ja sag. Da. Bei Streichholz anzünden kannst du selber. Wenn der körperliche Arbeit gewinnst. Du bist ein schöner Tagi. Wenn der kein Feuer hat, dann brauchst du auch nicht rauchen. Na komm, du hast auch kein bisschen Anstand im Renzen. Halt mir bloß dein verdorbenen Gast, du Ballin. Komm, du schneid uns das Wirbeln auf. Du reagier mal auch du. Aber meine Herren, bitte keinen Streit. Hat man dich etwas gefragt, du Hungerleiter? Wenn wir zwei Händel hätten, dann geht ich diesen Scheißdreck an, verstehst? Aber seien Sie doch nicht so vulgär. Was meint er? Ja, ich weiß auch nicht recht. Aber das Beste wird sein, wenn man so langsam die Kost verschlägt. Wie war das bitte? Er hat euch gesagt, Sie sollen sich ein bisschen zurückhalten mit Ihrer ordinären Austrick. Ne? Ah, nun ist aber das Maß bald voll. Und ich habe wieder leer. Immer nur ein Viertel. Sie schreit, Herr Gugel. Sagen Sie mal, trinken Sie immer so viel? Bloß, wenn ich Durst hau. Studentle halt ein Guss. Erlauben Sie mal, ich habe doch gar nichts gesagt. Aber Wille. Ist denn das die Möglichkeit? So, Herr Gugel, ihr Viertele. Ich kann das nicht begreifen. Was? Ja, dieser rüde Ton, der hier herrscht. Dabei hatte ich mich nur erkundigt, ob die Herren immer so viel trinken. Also, ich bin fragen, Rauit. Die Herren sind's trinken gewesen. Das ist schon verlogen, gell? Ich nicht. Ein Glas Bier kann ich glatt umschmeißen. Was? Ein Glas Bier? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ja, meistens das 15. Wo fangen wir doch zum Teufel mit deinem Bier? Also, für mich, da gibt's nichts Gesünderes wie so ein schönes Glas Bier. Aber für mich? Mein Bratbier am Most. Den müsste ich da mal probieren. Es wäre nichts, Christian. Der den bloß im Ofen stand saufen. Ja, da hast du mich recht. Na, wie ich Ihren Ausführungen entnehme, ja, trinken Sie zu Hause nur Most, wa? Ja, nichts anderes. Ja, auch keinen Kaffee? Kaffee trinke ich bloß sonntags. Und da tue ich noch einen Schucker Most rein. Ja. Geht in Kaffee in Most? Ja, weshalb denn? Ha, erstens ist er nicht mehr so heiß. Und zweitens schmeckt er viel rezenter. Ja, also da kann ich nur sagen, Prosit, meine Herren. Ja, Prosit. Dann will er mal halt nur ein Kurgäschle voll nehmen. Ja, ich muss schon sagen, also... Ja, da hinten stinkt's. Emil, schmeckst du nix? Ja, mir ist auch so gewesen. Das wird der Hund sein. Ist doch gar keiner da. Einer wird schauen, wenn er kommt.
Vielleicht hat auch unser Student Little Tübinger Parademarsch geübt. Tübinger Parademarsch? Ja, wie soll denn der gehen? Eli, 3 Schritt, 2 Viertz. Also ich muss doch sehr bitten. Guckau, der bittet, der wollt scheint so kriegt noch mal ein Viertel, ha? Ein Viertel, der Herr. Nein, um Himmels Willen, das ist zu viel. Ich bin das nicht gewohnt. Sonst muss ich mich noch übergeben. So ist recht, nur das Arschloch geschont. Also das ist zu viel. Unter diesen Umständen sehe ich mich leider gezwungen, mich an einen anderen Tisch zu setzen. Auch recht. Hoffentlich hält er noch sein Guss. Fräulein? Ja? So, geht's bitte los. Bringen Sie mir bitte die Tageszeitung. Immer bringen die Bänger Chronik, dass er sein Guss hält. Nein, ich lese nur die Frankfurter. Die Tübinger Zeitung benutze ich für hinterlistige Zwecke. So? Ja, pass nur auf, dass dein Arsch jetzt gescheiter wird wie dein Kopf. Also nun habe ich aber endgültig die Nase voll. Besten Dank für Ihren Sauerampfer. Oh. Oh. Adieu. Adieu. Wenn der so lang wäre wie dumm, dann könnte er seinen Vater Dach rennen saufen, ohne sich zu bugern. So lang wie dumm? Dann wäre der so hauch, dass man ihm das Fressen mit einer Kanone aufschießen müsste. Eva, ja? Schala, ich muss gau, am Pfeife fährt mein Zug. Na, wo bitte nah? Gott, ist die eben so? Die Sturgert muss ich. Meinst du, ist denn Sturgert? Ein neuer Arsch kaufen, mein Alter hat ein Loch. O Academia, hob manches Gäste zum Vivat. O Academia, geschwungen hab ich meinen Speerfallerer, stand meinem Mann auf der Mensur Fallerer, jetzt hab ich...